Heute mal wieder ein Movie von mir. Das sind ja so meine alltäglichen Tagesmovies. Es ist im Prinzip so, wir schreiben heute den 18. Sonntag. Heute sollte Ruhetag sein. 8.21 Uhr. Ich sitze schon eine Stunde hier dran. Und pünktlich früh 7.58 Uhr hat es hier gerattert und gekracht. Also wahrscheinlich ein Mitterflex, irgendwas hier unten geschnitten, wahrscheinlich Fliesen oder Steine oder irgendwas. Es war so laut und der ganze Balkon voll Staub. Es ging ungefähr 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Ich habe dann runtergebrüllt, es ist Sunday, also auf Englisch, Sunday in the morning. Please, please not work. Ja, danach war gleich Schluss. Aber ich freue mich hier echt aufs Wochenende, dass hier Ruhe ist. Ich weiß nicht, hier wohnt ja auch hier Ecki vom Schlecki. Ich habe eh das Gefühl, dass hier immer mehr Thais einziehen. Ja, weil die Wohnungen wahrscheinlich sehr billig angeboten wären. Im Schnitt 700.000, 800.000 Baht. Ich muss noch mal genau fragen. Und ich bin echt, also langsam bin ich echt abgenervt. Wenn ich nicht mal Sonntag meine Ruhe habe, ist traurig. Wir gucken mal nach dem Wetter. Also wenigstens ist das Wetter super. Ihr seht, die Täubchen gurren wieder. Jetzt ist absolut schöne Ruhe. Ich freue mich aufs Frühstück. Es sind hier unten zwei Balkons unter mir. Boah. Aber jetzt haben wir Ruhe. Ansonsten werden wir gleich nochmal eine Frage beantworten. Da weiß ich nicht ganz genau, was los ist. Aber wir müssen ein bisschen Geld verdienen mit der Werbung. Und deswegen kommt jetzt, alle dürfen raten, Werbung! So, wir sind heute mal beim Friseur. Und wir wollen einen Frontaldurchschnitt. Und da halten wir den Kopf drauf. Es geht darum, dass ich mal gucken will, wie das gemacht wird. Und dann probieren wir es selber. Alles okay? Ja. So, ja, werden wir mal abwarten. Er muss gerade gucken in meinen Spiegel. Ja, du musst immer in den Spiegel gucken, Schätzi. Immer gerade in den Spiegel. Geh mal gerade. Das soll ja ordentlich aussehen, ne? So, super. Wir warten, bis fertig. So, und? Wie sieht's aus? Nicht nicken. Hey, so hübscher. Allerdings würde ich so, wir warten mal, bis es fertig wird. Und dann werden wir mal gucken. Ich würde den Strichfleisch ein bisschen dicker machen. Warte. Also so, er hat einen Kanal dicker. Aber ich finde, sieht gut aus. Zeig her. Warte. So hier, guck mich mal an. Yeah, oder? So, gut, super. So, hier sind sie wieder. Also ganz ehrlich, ich war nicht so begeistert. Es sah zwar gut aus, aber wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen lassen müssen. Ich denke mal, dass wir vorher das ein bisschen blondierte oder was das war. Er wollte schwarz haben. So, wir gucken mal rum wegen Wetter. Boah, sau geiles Wetter. Ich sitze gerade hier vor den Kommentaren, wir müssen da nochmal los.
wir brauchen noch Wasser und so, aber nicht zu viel heute. Ansonsten habe ich einen Kommentar gekriegt, den lese ich euch mal gleich vor. Wo ich echt, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich bin schon so ein bisschen überfordert damit. Moment. Jubi, so. Also, moin, moin. Das Terminal 21 hat hinten auch einen Ausgang. Bist du die Straße schon mal lang gelaufen? Außer Verkehr ist da nicht viel los. Da war ein Hotel, was vorne an der Straße einen riesigen Frühstücksraum hat. Das Frühstück war gut, doch die Auswahl leider... war gut mit viel Auswahl, sowas. Leider ist das Hotel etwas in die Jahre gekommen und den Pool konnte man überhaupt nicht benutzen. Ich war im März 24 da. Schöne Grüße. Und am nächsten Tag Antwort? Also es ist so im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Was soll ich jetzt rein? Nein, da war ich noch nicht. Oder ich habe keinen Plan. Es ist so, das Terminal 21 hat theoretisch drei Ein- und Ausgänge, das ist einmal der Vordereingang, wo das der Kreisel ist, der Loma-Kreisel, der Delfinkreisel. Dann der Seiteneingang, das hat man vor ein paar Tagen abgefilmt, wo das Fairtex und das Thai Garden Resort war. Und dann gibt es noch den Hinterausgang. Und in dem Hinterausgang muss ich ehrlich sagen, wüsste ich nicht, dass da ein Hotel ist. Meines Erachtens ist dort, habe ich auch schon mal abgefilmt, so ein riesen Einkaufsladen mit ein paar Möbeln und ansonsten so Kleinzeug mit Tassen, Töpfe und Teller und hin und her. Den Rest aber nach der Werbung. Werbung! Halten wir rum. Ihr habt ja gestern das Movie gesehen. Boah, supi. Ein paar kleine Wölkchen, oder? Es sind das schon größere Wölkchen. Aber keine Wölkchen mit Regen. Hier haben wir noch einen riesen Kondor. Ansonsten Wetter wunderschön. Ich jetzt auf diese Frage antworten. Soll ich jetzt einfach Nein sagen, oder, weil ich weiß jetzt nicht, ist zwar lieb gemeint und alles, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich wüsste da auch kein Hotel in der Nähe, oder das sind so schon Hotels, aber direkt bei den Ausgängen, wie gesagt, ihr könnt euch das ja mal angucken, das hatte ich vor ein paar Tagen drin, das Thai Garden Resort, dann sieht man den Seiteneingang. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, deine Frage ist mit Nein beantwortet. Nein, ich war da noch nicht und ich kenne das nicht. Ich jedes Mal, hier steht da. Und ich kenne das nicht. So, ansonsten haben wir gerade Mittag gegessen, Reis. Wir waren ja gestern noch Pad Thai geholt und Pad Thai Liam Thai, ich habe es gegessen. Und du hast gestern keinen Hunger gehabt nach der Sauna, da haben wir es jetzt zu Mittag gegessen. Ansonsten, ja. Wie gesagt, Wetter schön, alles schön. Also hier, komisch sieht es aus. Hier wächst da alles ein bisschen komisch, aber alles nicht so wild. Solange die nicht abknicken, ist da alles sehr schön. Ja. Also in dem Sinne würde ich sagen, wir nehmen euch nachher nochmal mit zum Einkaufen. Wir brauchen nicht so viel aus der Makro, aber Wasser wieder mal. Wobei zu überlegen, werden wir gleich wieder mal die dreifache Portion holen. Also nicht zwei Pakete, sondern vier Pakete. Allerdings ist es mit dem Rücken immer so eine Sache. Also ich würde sagen, wir ruhen uns jetzt noch ein bisschen aus. Dann werden wir die Makro fahren und dann werden wir ein bisschen schwimmen. Mit der Rückenlage,
Brett drunter und dann sehen wir mal. Ich habe noch mal gegoogelt, weil es ist so, dass die Rückenschmerzen, ja, es ist jetzt nicht so, dass es mich stört. Es könnten auch Nierenschmerzen sein, aber das ist, sind doch Rückenschmerzen. Also in dem Sinne würde ich sagen, haben wir noch mal schnell den Werbeblock rein. Also Werbung. Hey, Ronaldo. Ich bin allein Ronaldo. Ronaldo. Na? Ronaldo. Ja. Was heißt Harpom? Harpom. Harpom? Nö. Nee. Pom. Pom heißt ich und Pom ist Haare. Ja. Oder nicht? Ja. Genau. Kat Pom. Würde Haare schneiden heißen. Wir sind gerade in der Makro. Ja, wieder über 1000er weg. Eigentlich haben wir nur Wasser, Öl und Brot geholt. Naja, Orangen und Äpfel, was wir so noch brauchen. Und jetzt, ja, fahren wir nach Hause. Es sieht nicht gut aus. Es rumort am Himmel. Wir wollten ja noch baden gehen, aber das müssen wir mal sehen. Ihr werdet sehen. Also würde ich sagen, bis gleich. Ja, da geht's in den Pool. Also wir sind auf dem Weg in den Pool. Wir probieren es heute mal mit Rückenschwimmen ein bisschen. Oh, wir sind die Einzigen im Pool. Können wir rüsten mit dem ohne, eine schöne Frau ist da. Und da können wir Remi Demi machen. So, das ist der Pool. Doch bevor wir in den Pool gehen, gehen wir duschen. Ich habe eine Katze gesehen. Eine Katze? Ja, aber ich hatte die Beobachter habe ich gemacht. Die abgehauen mir. Aha, so, also, Abi ins Wasser. Abi ins Wasser? Na, erstmal duschen. Wunderschönes Wetter, Otto schwimmt. Ansonsten, der Pool ist so nicht schlecht, aber ein bisschen in die Jahre gekommen, auf die Dinger hier, da war ich bald abgestürzt vorhin. Aber jetzt die sonntagliche Ruhe, was sagt ihr? Yippie, also es ist auch so, dass hier jetzt nicht unbedingt alles belegt ist. Hier drüben auch nicht unbedingt. Es sind viele, viele Hütten noch leer. Aber dafür wunderschön. Sonntag, also Wochenende ist ja super. In der Woche zur Zeit, ja. Ja, jetzt ja immer Bauarbeiten. In dem Sinne würde ich sagen, wir warten mal jetzt hier, kommt gerade jemand. Otto spielt noch schön. Oh, umschalten. Der tollt noch ein bisschen rum. Es ist so, kann ja so ein bisschen schwimmen, er ist 5 Jahre, es ist alles in Ordnung. Mama, ich mache es jetzt. Ja. Aber er geigelt, wenn er schwimmen will. Schwimmunterricht ist nicht so seins. Aber das werden wir schon hinkriegen. So, ich gehe auch noch mal ran und dann sehen wir uns bis gleich. War jetzt geübt. Na los, mach noch mal. Zeig's noch mal den Leuten. Los, der Köpfer. Ja, du bist stark. Los! Los! Schön abspringen, jawohl! Los! Ich würde sagen, wir üben noch ein bisschen. Gut! Also, nee, grottenschlecht.
Du musst meinen Kopf zuerst rein. Deswegen heißt er Köpfer. Kopf, Köpfer. Ich mach das nochmal. Ja, wir probieren nochmal. Alles los. Na los! Ja, ich würde sagen, wir üben noch ein bisschen. Ansonsten. Ja, war sehr gut. Er war mehr ein Bauchklatscher wie alles andere. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir treu, guckt zahlreich, auch bis zum Schluss und werdet alle glücklich. Bis sie da, euer Tattoo-Man. Bye, bye. Hallo Leute! Das neue Video geht da! Oder zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da? Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen! Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo, wo, ne, 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 ne,